Ciao, cari amici sportivi und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde. Ich begrüße euch recht herzlich zur NHL 19, zur Saison mit den Bozner Füchsen. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. Ja, und ich würde sagen, wir legen gleich los, weil ich nehme ja am Stück auf. Ich bin nämlich ganz gespannt, wie es hier weitergeht. Ich wollte es gerade dazu sagen, ebenfalls, dass der eine oder andere nicht mitgekriegt hat. Ich nehme am Stück auf, weil ich ja Zeit habe und weil ich eben ein bisschen gehypt bin schon auf die Playoffs. Deswegen mache ich das jetzt so. Na gut, wir spielen auswärts in Wien. Ah, wir spielen zu Hause. Wien spielt auswärts in Bozen. Wir spielen zu Hause. Brauche ich eigentlich gerade auf meinen Schwindelzettel schauen. Dann wisst ihr ja, dass man daheim spielt. Dann wisst ihr ja, dass man daheim spielt. Greetings everyone with Eddie Olczyk. Ray Ferraro will be seen and heard. And the opening face-off is So, here. wer gewinnt das Bulli? The opening face-off has Bozen. begun. Eddie Olczyk alongside Ray Ferraro. Jetzt hoffe ich ja natürlich bei den Spielen mal ein bisschen auf die Wiener KI, die was ein bisschen das Tor gescheit zu macht, die was uns ein bisschen schwer macht. Just couldn't find the target. When the puck sounds hard, when it hits the end board, selbst das gerade 1 zu 0 für mich zum Schluss steht, bin ich schon zufrieden. A shot. Wonderful save. He was hovering right over it. He's locked in now. Great save. The UPC Vienna Capitals are at the wing in neutral ice. Turned a shot on net. Well done with that pass. Kane's that offensive line. Has it picked up? The Capitals skated up on the side. Lots of players spilling over the boards as he holds. Ooh. The stick can break up a play, and it just did. Nice play with the stick. Ah, das könnte man schon mal ganz gut, weil ich so jetzt im ersten Drittel von Wien sehe. Puck loose, good defensive play. Is able to move on in. Just a backhand. Made that work for him in goal. Shot, and yet another save. How does he do that? Shot. Oh, terrific save on a great chance. The shooter thought he had a chance, but the goaltender robs him. What a stop. And goes back a little further, hoping to gain ground. Not much going on now. It looks a little bit like a tennis match. Das Zusammenspiel von Bozen passt ganz gut. Das harmoniert richtig gut. Back and forth they go between the points. Thoughts now from Ray Ferraro. The key to this game is who's going to be able to move the puck out of their end the quickest. Both teams can forecheck really well. Thanks very much, Ray. The Capitals with a face-off win. Vienna's back in its own end, trying to work forward. Points it. Ja, sollte mir also Wiener Capital Fan zuschauen. Du kannst einmal noch die Ruhe für ein Auswärtsspiel zum Zuschauen. Kannst aber mal so einen Deal aushandeln. Braucht also zwei Pucks und eine Schüttelkappe aus Wien. Gut, ich brauche da irgendwann noch mal ein bisschen mehr, aber. Ich weiß, und ich weiß, ich kann das über den Fanshop abstellen. Aber wenn hier einer von einem anderen Verein Abonnent ist von mir, dann kommen wir doch über die ein bisschen zusammenhalten und ein bisschen, sag gleich, uns einmal treffen, wen es sein sollte. Ich weiß, ein Wiener Capital Fans ist wahrscheinlich nicht scharf drauf, dass er Fanartikel von die Red Bulls aus München hat. Weil der sagt wahrscheinlich, was büßt der mit
mit der DEL-Ipina-Epel-Fan. Ich hoffe, dass ich jetzt das richtig, richtig Summe gebracht habe mit meinem bisschen Wiener Dialekt, was ich komme. Das ist ein bisschen habe ich ihn schon angenommen, weil ich bin 2 Jahre lang für die Pilla gefahren. Weiter Wiener an sich ist ja ein bisschen gemütlich am Ring. We'll just have to see. Auswärtstrikot werde ich mir von Wien sicherlich nicht kaufen, weil es ist mir ein bisschen zu viel gelb und zu wenig schwarz. Aber ich werde mir wahrscheinlich irgendwann einmal schon ein Trikot kaufen. Weil, wie gesagt, ich sage es wahrscheinlich eh bei jedem Wiener Spiel, mir gefällt das Karo-Muster. Das ist wirklich gut gemacht. Aber es schaut halt einfach mit dem Heimtrikot besser aus, wenn es schwarz-gelb ist. His players. First off, they got to hit the net with the opportunities they get, and they have to get more people to the front of the net. Stole that pass away in his own end. Let's it go. What a save. Fantastic setup and equally great stop by the goaltender. Whoa, now in the code, that means there might be something going on here. At least one guy's off. This is not the first time these guys are squaring off. Das ist der falsche Knopf gewesen. Aber macht nichts. And the fight ends with one resounding punch. You don't see too many fights end on that note. Wir haben ja schon lange keine Futzerei mehr gehabt. Liebe Wiener Fans, tut mir leid, aber ja, versehentlich. Bringen wir mal ein bisschen Spannung rein. Side to side they go, trying to generate something. Letestu's tripped up, that should be a penalty. Geiger. Well, in desperation mode, all he was trying to do was sweep the puck away, but unfortunately caught the player skates. The UPC Vienna Capitals go on the power play for the very first time. Wir müssen jetzt das Power Play überstehen. Crosses that line. It's all on his shoulders. Marvelous save. No time on that one. The goaltender shuts that one down and a superb opportunity. Müssen jetzt das Powerplay überstehen, Jungs. Wir müssen das Powerplay überstehen. Oh, das war ein super Zusammenspiel von Bozen. Glides along the line. Grounded again. Leads that charge into the zone. Stole that pass at a critical end of the ice. Goes to the backhand. Just missed the net with that one. Bissl zu viel Wort. Propelled to Grant. Turned away with a stick. The Capitals needed something from their power play and didn't get it. Ah, gefällt mir gut, was Wien da macht. Gefällt mir gut, muss ich sagen. Was die Wiener KI da macht. What magic even to get there and get the shot off. You don't get many better opportunities than that. Great save. Under 8 minutes have transpired. Nothing on the scoreboard has changed. Still a pair of zeros. A shot, padded away.
Da merkt man, da merke ich jetzt wirklich, dass ich das, dass jetzt da Veränderung da ist mit denen ein bisschen die KI schwerer stehen. Man muss jetzt da schon überlegen, wie man tut, weil ihr seht, Wien ist ja ein schöner Mann. Da haben die Programmierer das wieder ganz gut umgebracht. Jetzt kämpfen bis zum Ende. He's right in. Say. Held there for a face-off coming up next. Good job on the draw. Vienna's trying to pry it free along the boards. He's got that pass at the point. Interessant, dass er dann gegen den gegen einen Zweitplatzierten das nächste Spiel gegen Linz, das wird halt dann interessant. Das wird interessant. Aber es ist ja wieder da, es ist ja wieder da. Schauen wir, was wir machen, was wir machen. Genau vor die Augen, genau vom Auge, vom, vor die Augen. Vom Schiedsrichter. Oh, this is clearly a tripping call. He made no attempt to play the puck. It took the ja, ja, im Hinterkopf hat man halt keine Augen, gell? Dann weiß man nicht, wo der Schiri umgeht. Und jetzt schauen wir, ob wir unser Powerplay nutzen können. Solid, clean win. Abseits. Moves it to the shadow of the boards. To relieve some of the pressure. Puck lifted out, and the next thing we will see are zeros. Schauen wir, wer es in Runde 3 ausschaut. In Drittel 3 ausschaut. Im letzten Drittel ausschaut. Jetzt, sag mal. Even though nobody has scored yet. Nothing, nothing after two. Power play continues here into this period. Nicely into the zone. Oh, broke it up. He's got it on his stick. He wants to clear it out of the zone. The power play unit has to recoil and try yet again. Shoots. Terrific save there. Didn't look like he had anything to shoot at, and he made it tough. That was a good challenge. Better stop. Warum? Was ist passiert? Ich habe nichts mitgekriegt. The referees are looking for this. Anytime you stop skating and reach with your stick and pull on the opponent, ein Haken hat er gemacht. You're going to the penalty box. Following the last entry on the penalty sheet, it is for a side. It doesn't even take much of a mistake, Doc, to get a scoring chance on a 4-on-4. If one guy gets beat by a half a stride, it's game on. He's going right to the net. This was zu stürmisch. There's not really much place to go with the shot. He's trying to be perfect. He misses, and the puck rings around the boards. Outstanding offense met by solid goaltending. Das Spiel taugt mir. Das Spiel taugt mir jetzt richtig. Quick work on the face-off. Up to the point. Slid back across from one point to the other. Shoots. Can't get a shot on. Save there. Pressure now. Couldn't get through. That play went offside. Einfach nur 0-0-Situation.
So ich schon lange nicht mehr gehabt. And they've won the face-off. Knifes his way near the boards in center ice. To the point it comes. And you thought open ice hitting was gone. If you can catch somebody with an open ice hit, you know that you're giving them a real jolt. In with it now. From the outside. Outstanding save. What a ripper! Oh, he got in the way of that when it's blocked. That defuses the attack for now. Good opportunity to regroup here after that save. Ah, Wahnsinn. Face off. Wien gibt Gas. Wien gibt richtig Gas. Das taugt mir. He's got that point pass. Wonderful stop. Good position in the slot. The UPC Vienna Capitals power play let him down at a very important time. The Capitals have control of the puck in their own end. Steps in from the neutral zone. Seeks the corner. Oh, what a chance there denied. The pad flexed out. Shoots one. That puck hit him on the way to the net. The Capitals wheel it along at the center ice boards. A shot. Didn't miss by much. Huhu, jetzt hab ich ihn schon drin gesehen. Nein, den kriegst du jetzt nicht, den kriegst du nicht. Just under 8 minutes have been skated in the third. Game still waiting for its first goal. They've got the draw. And he gains the zone. Ich gib's ja nicht, dass ich da nicht einmal a Lucken krieg vom Tor. Got in the way of that zone in. Takes it in from the neutral zone. I know lots of people like high scoring games. Well, actually, I'm one of them. But this has been almost like a well played chess match. There's no room, there's no way that either team can find a way to get many more chances than there's been. That's terrific goaltending. He had his eye on the puck the whole time. What a stop. So was, liebe ich. So, es ist zwar Herzinfarkt, bevor die Spiel, wenn du als Fan drin bist. Aber solche Spiele, liebe ich. Solche Spiele, liebe ich einfach. He takes that one right ahead. Good pass. Looking from the corner. Routine save, but a necessary one. Gains the zone. Got it in his own end. Icing. Will come all the way back because it is icing. Halt in die Verlängerung geh. They win the draw. Let's see if it pays off. Holds in the corner. He can start some danger here. Let's it go. Save. Hammers his way up the wing at center. And it's a good pickup. That puck careened out of play over the glass. Didn't look like anybody got hurt there. Wenn sie zum Penalty schießen, Kim. Und dann verliere ich es oder so. Face-offs won. Last minute of play. To the last minute of play, and this game is all knotted up. We are in the 60th minute out of 60. Good place to shoot from. Save. Driving in from no man's land. Right out front. Jawohl! Ich habe schon gedacht, Overtime, aber nein. In den letzten 32,9 Sekunden schieße ich noch da. Ich glaube, der Goalie von die Wiener ist schon mit dem Kopf in der Overtime gewesen. Well, he jumped up on the bench beside me pretty quickly here. Very excited on the one side to have the game's first goal.
Das war ein geiles Spiel jetzt. Das war wirklich ein geiles Spiel. Danke an die Programmierer, dass wenigstens dass da Varianten eingeführt haben. Also das war jetzt richtig cool für die Wiener. It's a face-off win. May not seem important in that territory, but they have possession. Solid work there by Letestu. Steps across that line. Shoots! That shot came from nowhere. You gotta think that's a game-changing save there. He scores! Ich sag jetzt nichts dazu. Ich sag jetzt wirklich nichts dazu. Aber wer mich kennt, der weiß sicherlich mein Gedanken, was ich bezüglich des Goalies sagen möchte. Sayonara, that pretty well puts this one away. And they won the neutral zone face-off. You win that, and you don't have to chase. They chase you. Und ich habe die Schwierigkeitsgrad aufgestellt. Vor ein paar Folgen, wie ihr es gesehen habt. Finde ich gut. Also das Spiel, bis auf das mit dem Goalie, alles finde ich richtig gut. Also super Leistung von der Wiener KI, würde ich sagen. Hut ab. Gefällt mir gut. War ein richtiger cooles Spiel. War ein richtiger cooles Spiel. So, in der Tabelle hat sich was geändert, aber spielen wir mal ein bisschen früher. So, nunmehr hat sich was geändert. Schauen wir gleich rein. Und wir sehen Bozen, Linz, Salzburg, Dornbirn. Da wird sich jetzt einer ganz besonders freuen. Innsbruck qualifiziert für die Playoffs. Ist das nicht cool? Gefällt mir. Die fünf Mannschaften passen hervorragend meiner Meinung nach in die Playoffs rein. Ja, da wird sich jetzt einer nicht so freuen über den Platz, aber ich kann da nichts machen. Tut mir leid. Schon wieder am Ende unserer Folge, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer will, kann mich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass man nichts mehr Neues versammt. Ja, und dann wünsche ich, also ich wisst, es ist eine freiwillige Sache, aber das brauche ich nicht dazu sagen. Die, was mich ja schon lange verfolgen, die kennen das ja. Und dann wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sportsfreundin oder lieber Sportsfreund, je nachdem, wann das du das Video schaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität im Stadion ist gut, aber vor und nach jedem Spiel bin ich. Wir eh ist doch wahre Sportsfreunde und mit uns kann man doch normal über alles reden. In diesem Sinne, meine lieben Sportsfreunde und drinnen, bleibt mir gewogen, aber vor allem, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus.